mein Lieblingslied ist? Boah, keine Ahnung, Despacito. Den Smiley benutze ich am häufigsten? Den lachenden mit diesem Schweißtropfen, mit diesem einen Schweißtropfen. Weil? Ja, weil ich mir nicht immer, also weil ich viel witzige Sachen schreibe, aber dann nicht immer diesen ganzen lachenden Smiley benutzen möchte. Das denke ich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Nicht schon wieder. Der HC Erlangen ist für mich? Eine neue Erfahrung, auf jeden Fall. Der beste Spieler, der jemals das deutsche Nationaltrikot trug, ist? Weiß ich nicht. So viele gute. Meine Mitspieler denken über mich vermutlich, dass? Ich komisch bin. Ich groß bin. Ich komisch und groß bin. Wenn ich am Handy bin, dann? Oftmals bei WhatsApp oder auch auf YouTube. Wie nennst du deine Mutter? Mama, Mutter, Mutschi. Lieber ein schönes Tor aus dem Rückraum oder knallhart 1-1? Lieber ein schönes Tor aus dem Rückraum. Wer wird deutscher Fußballmeister? Boah. Also, ich bin kein Fußballfan, aber ich würde sagen, der BVB, um nicht Bayern zu nennen. Ein Vorteil meiner Größe ist? Dass ich groß bin. Kleine Menschen können dafür besser? In die Ecken kommen und da den Dreck wegmachen. Wann hast du das letzte Mal geweint? Boah, ist schon ein bisschen länger her. Im Ernst. Weißt du noch warum? Ja. Wird nicht verraten? Wird nicht verraten. Was kann Adli besser als andere Trainer? Also er erklärt auf jeden Fall sehr viel, sehr gut und versucht mich auch zu integrieren. Das ist alles super. In Erlangen vermisse ich? Ich denke, die Küste. Journalisten sind? Okay. Mit Scharf oder ohne? Mit was? Mit Scharf oder ohne? Ohne. Nürnberg oder Fürth? Nürnberg. An meinem Zimmerkollegen nervt mich? Nichts. Alles perfekt. Wer ist es denn? Flamme. Fahrrad oder Auto? Auto. Ich freue mich auf die Bergkirche, weil? Es eine neue Erfahrung für mich wird. 27 ist meine Rückennummer, weil? Ich am 27. Geburtstag habe und meistens im Jahr am 27. gute Dinge passieren. Für mich. Im Trainingslager vermisse ich am meisten? Mein Fernseher. Auf diesen Gegenspieler freue ich mich am meisten? Auf alle, die kommen.